Guten Abend zu Westpol. Jetzt noch mal guten Abend zu Westpol. Die Überlastung der Krankenhäuser in der Corona-Zeit war und ist die größte Sorge. Zu wenig Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel, kaum Tests. So war die Lage vor einem halben Jahr. Wie gut sind die Kliniken in NRW jetzt aufgestellt? Diese Frage wird mit den rasant steigenden Infektionszahlen immer drängender. Täglich werden neue Fälle gemeldet, zuletzt 1.477 neue Infektionen in NRW. Das heißt, aktuell sind 16.599 Menschen positiv, Tendenz steigend. Wir haben, glaube ich, ein technisches Problem. Infektionszahlen steigen. 6.638 neue Fälle. Es wurden 7.334 neue Fälle binnen eines Tages gemeldet. Der exponentielle Anstieg. Und den müssen wir stoppen. Sonst wird es in kein gutes Ende führen. Noch haben wir die Chance zu verhindern, dass es überfüllte Krankenhäuser gibt. Intensivstation des St. Antonius Hospitals in Eschweiler. Chefarzt Uwe Janssens bespricht mit der Pflegeleitung den Tag. Die ersten Krankmeldungen beim Personal müssen sie kompensieren. Noch sind nicht alle Betten belegt und sie haben nicht so viele schwerkranke Corona-Patienten. Wie lange noch? Die Sorge, die wir haben, ist, dass parallel zum Herbst kaltes Wetter andere Infektionen dazukommen, parallel dazu das Infektionsgeschehen noch weiter zunimmt und wir dann irgendwann mal wieder ältere Infizierte haben und die dann wieder auf die Intensivstation kommen. Mit diesen Sorgen sind Sie in Eschweiler nicht allein. Janssens hat als Präsident der Deutschen Gesellschaft der Intensivmediziner den Überblick. Die Zahlen intensivmedizinisch behandelter Corona-Fälle steigen schnell. Auf Stand Freitagvormittag bundesweit 691 Covid-Patienten auf der Intensivstation und in NRW auf 203. Seit Anfang August haben sich die Zahlen etwa verdreifacht. Doch Ärzte und Pflegekräfte konnten seit Ausbruch der Pandemie viel dazulernen und fühlen sich jetzt besser gewappnet. Etwa bei der Schutzausrüstung. Pflegeleiter Bernd Rütten fragt seine Kollegin, ob sie beim isolierten Covid-Patienten Hilfe braucht. Im Gegensatz zum Frühjahr haben sie jetzt ausreichend Schutzkittel, OP-Masken, Desinfektionsmittel. Handschuhe könnten allerdings wieder knapp werden. Und die das Personal schützenden FFP-Masken benutzen sie sparsam, eine ganze Schicht lang. Der Umgang mit der sogenannten FFP-Maske, das ist nach wie vor eine Herausforderung. Die Ressourcen sind nicht ganz so optimal, denke ich. Aber dadurch, dass die Erkenntnisse halt dazu gewonnen wurden, kommen wir eigentlich damit gut klar, dass die FFP-Maske den ganzen Tag getragen wird. Und wir können es irgendwie damit arrangieren. Wir sind einfach nur froh, dass wir vernünftige FFP-Masken haben. Das NRW-Gesundheitsministerium hat inzwischen eigene Vorräte angelegt, Millionen an Masken, Schutzkitteln, Brillen eingelagert, um die Krankenhäuser zu unterstützen. Nur bei Handschuhen wartet NRW noch auf Hilfe vom Bund. Stichwort Medikamente. Die Ärzte haben inzwischen gelernt, dass Antibiotika sich nicht bewährt haben. Dafür Blutverdünner und Cortison. Beides ist ausreichend vorhanden. Das Ebola-Medikament Remdesivir kann schwere Verläufe abmildern. Deshalb ist es von der EU vorübergehend zugelassen worden und kann bei Bedarf eingesetzt werden. Das ist unsere Aufgabe, die Indikation zu stellen für die begrenzte Zulassung dieses Medikamentes. Dann greifen wir das bei den zuständigen Universitäten ab. Bei uns zum Beispiel die Uniklinik Aachen. Das klappt ganz gut im Moment noch. Was ist mit Intensivbetten? Die freien Kapazitäten sind groß, tausende Intensivbetten noch frei. Das lässt sich im inzwischen aufgebauten Intensivregister quasi stündlich nachverfolgen. Dazu gibt es eine Notfallreserve. Auch am Klinikum Bergmannsheil in Bochum sind Betten unbelegt. Das kann sich aber schnell ändern. Oberarzt Peter Kaufmann ist froh über jeden Patienten, den er entlassen kann. Harald Ossenkopf hat gerade eine Lungenentzündung überstanden. Für Covid-Patienten sind hier 9 Isolierplätze vorgesehen. Nur 4 sind belegt. Den Aufbau und die Unterhaltung von Isolierstationen, das ist im Moment noch ein Minusgeschäft. Das wird uns natürlich etwas begleiten, von daher muss man da sicherlich noch mal nachbessern. Das größte Problem gibt es aktuell beim Personal.
Zusätzliche Intensivbetten und Beatmungsgeräte bringen nichts ohne Intensivpflegekräfte. Und die fehlen seit Jahren, auch weil zu schlecht bezahlt wird. Daran kann der NRW-Gesundheitsminister im Moment nichts ändern. Natürlich sind heute nicht mehr Ärzte und mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern wie Ostern. Das ist auch die Wahrheit. Denn wo soll ich sie hernehmen? Das ist schon die Wahrheit. So, was werden wir dann machen? Wir werden am Ende, wenn immer mehr Covid-Patienten in die Krankenhäuser kommen sollten, zurzeit haben wir ja noch ganz viele Betten frei, werden wir natürlich den Krankenhäusern sagen müssen, verschiebt bitte planbare Eingriffe, um eben auch ärztliche und pflegerische Ressourcen freizukriegen für die Covid-Versorgung. Man braucht viele Kompetenzen, um auf einer Intensivstation arbeiten zu können. Und es braucht auch eine Zeit, ehe ich diese Kompetenzen mir angeeignet habe. Also mal eben irgendwelche Studenten von links nach rechts schieben, um irgendwelche Beatmungsgeräte zu bedienen. Das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Die Pandemie zeige die Schwachstellen genau auf, sagt Gesundheitsökonom Jürgen Wasem. Er plädiert dafür, zukünftig Ressourcen zu bündeln. Wir brauchen nicht so viele Krankenhäuser, die klein um die Ecke sind, sondern wir brauchen eine Zentralisierung hin zu funktionsfähigen Maximalversorgern, die dann über alle Möglichkeiten verfügen. Diese Diskussion hat jetzt begonnen. Aber erstmal müssen die Krankenhäuser den Winter gut überstehen.